Fragen an. Doch du drehst dich um und gehst durch die Tür. Du bist fort, nichts bleibt zurück, nur ein leerer Raum. Mit Wiegeling steh unter Schock, komm mir vor wie in einem schlechten Traum. So langsam glaub ich, es wird für länger sein. Nun bist du schon ein paar Tage fort, keine Nachricht kommt von dir. Und ein Gemisch aus Wut und Liebe tobt wie ein Wirbelsturm in mir. Nur ein Bild ist alles, was mir blieb. Ob ich dich wieder sehe, ich weiß es nicht. Ich hab dich so geliebt, nur ein Bild, ein lachendes Gesicht, ob ich dich wieder sehe. Ich weiß nicht, du singst immer, wenn man dich so sieht. Das scheint, du bist in dein Mikrofon verliebt. Ja, das ist auch ganz... Na, bin ich drin, ja. Das ist auch ganz einfach. Reinbeißen, draufschreien und dann passt das schon. Ihr schreibt eure Texte selber. Wir haben es am Anfang schon gesagt, ihr kommt aus Delmenhorst, das aber ganz nebensächlich. Wichtig finde ich immer, wenn Leute ihre Texte selber machen. Alle Stücke, die wir bisher gehört haben, habt ihr selber geschrieben. Aber die Stücke macht ihr ja so richtig mit Emotionen. Das heißt, das sind so Sachen aus dem Alltag, die ihr da drinnen verarbeitet? Ja, so. Ich meine, wir haben jetzt wirklich nur die ersten beiden Stücke, die wir gehört haben, das waren Erfahrungswerte. Denn das erste Stück war Bruder. Und dabei geht es prinzipiell oder ganz eigentlich ganz allein für mich um meinen Bruder, der im Alter von 19 Jahren sich alkoholbedingt mit dem Kopf um den Baum gewickelt hat. Das heißt, diese Stücke in der Musik verarbeitet, das heißt, das Ganze damit also richtig rausgelassen? Ja, das gehört dazu. Genauso auch die schönen langsamen Stücke, die wir jetzt so haben. Dieses Nur ein Bild. Ich möchte den Namen der Verflossenen nicht nennen, aber es war damals wirklich eine schwere Zeit für mich. Ich bin hunderte Kilometer gefahren, um die Frau zu vergessen. Es hat lange gedauert. Also richtig die erste große Liebe drin verarbeitet? Nein, das war so die 25. aber...
Auf jeden Fall. Ich bin nun mal ein Schwerenlöter.